So, Leute, wir fangen mit an mit, heute ist ein Scheißtag. Heute ist ein doppelter Scheißtag, weil jetzt auch noch dieses blöde Tablet direkt am Anfang irgendwelchen Krach macht, was es nicht machen sollte. Egal. Ich habe das, was ich hier vorbereitet habe für diese Folge, jetzt schon dreimal gemacht. Das geht mir richtig auf den Sender. Grund dafür ist einfach nur, dass mein einer Bahnhof, keine Gleise mehr hatte und wenn ich die abreißen wollte, das ganze Spiel abgeschmiert ist. Das Ganze ist dreimal insgesamt passiert, bis ich dahinter gekommen bin, woran es lag. Ich war aber am anderen Ende der Map und musste immer wieder hin und her rennen, weil wir ja vorher nicht gespeichert und ich wusste ja den Grund nicht und ich kotze, kurz gesagt. So, nichtsdestotrotz geht's heute weiter mit Aluminium und bevor hier noch irgendwelche andere Scheiß ist, würde ich sagen, One, two, three, go! Try not to complain, but you know me better than that. Everything gets lost inside of the past. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory mit dem lieben Ragnar und seinem erfrischenden Heißgetränk. Das habe ich im Cold Opener doch glatt vergessen. Das ist ja schrecklich. So, ich bin angefressen. Ich bin jetzt schon wieder doppelt angefressen, weil mir gerade noch was aufgefallen ist. Denn ich habe ja eigentlich, großes eigentlich, hier meine Waren hingebracht, ne? Also habe dafür gesorgt, dass der blöde Zug hier fährt. Erstmal rudimentär, noch ohne Signale und nur der eine. Aber theoretisch sollte der fahren. Aber, mir ist gerade aufgefallen, der bringt hier nichts an. Doch, der bringt was an. Aber da geht nichts raus. Warum geht da nichts raus? Die sind doch eigentlich wunderbar angeschlossen. Wer ist das Problem? Hier geht's lang, hier geht's lang. Erstmal noch anders als gedacht, aber irgendwie. Dann geht's nach hier. Und wo ist hier Tille? Hier ist also irgendein Grund. Nix mehr los. Achso, okay, bei dir kann ich es verstehen. Du musst irgendwie noch hier rüber erstmal. So, dann läuft das schon mal durch. Hier haben wir hier Bauxit. Aber warum läuft hier nichts? What's the problem? Hier läuft es immer noch. Dann läuft es bis hier. Dann läuft es bis hier. Dann läuft hier auch noch was? Fragezeichen. Hier läuft auch noch was. Und hier drunter läuft auch noch was. Erstmal das Ding hier aus dem Weg. Dann läuft es hier auch noch hoch. Dann kicken wir mal nach oben. Wo kommen wir hier raus? Ach, am falschen Ende. Egal. Wir gehen hier lang, weil der Weg ist da. So. Und der muss ja auch mal genutzt werden. Und dein Ernst? Dein Ernst? Ah, Update-Kacke. Immer wieder das Gleiche. So, jetzt sind wir aber gleich hier. Und jetzt gucken wir doch mal, ob hier jetzt was auf dem Bänder liegt. Liegt hier was auf dem Bänder? Bitte, bitte. Nö. Immer noch nicht. Das heißt, wir haben irgendwo. Oh nee, ne? Irgendwo hier drunter ein Problem. Da bin ich ja mal direkt angefressen. Hier kommt schon nichts mehr hoch. Warum nicht? Wir gucken hier rein. Es liegt auf dem falschen Bänder. Na super. Ist die genau auf der anderen Seite. Shit. Shit, shit, shit. Hier kommen wir hoch. Okay. Das gucken wir uns gleich mal an, weil ich will die ersten Dinger schon mal vorbefüllen. Und irgendwie müssen wir das ja hinkriegen. Meine Fresse, was für eine Scheiße. Vor allem, das wuselt ja da drin dann alles durcheinander bei mir. Licht an. Ist schon mehr Arbeit, als ich jetzt eigentlich haben wollte. Eigentlich wollte ich an der Fabrik weiterbauen, nicht für den Scheiß hier sorgen. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Ihr geht also da raus. So, ihr liegt aber alle hier. Was bei denen noch gar nicht so schlimm ist, ist bei dem schon ganz schön scheiße. Das heißt, was machen wir da raus? Die Kristalle müssen ohnehin woanders hin. Das ist scheißegal. Wir können da jetzt aber nicht rübergehen, weil dann versperren wir uns selbst den Weg. Das ist Abfuck. Also gucken wir einmal, was liegt hier wo. Nee. Lass mich mal da hoch. So.
Und dann haben wir hier die Kristalle, die nach da müssen, nach da hinten müssen. Wie Muckfidees. Und hier ist noch gar nichts drauf. Ich weiß auch nicht mal, was ich hiermit anfange. Das kann aber nachher nach da abgeführt werden. Das ist okay, aber es wäre schöner, wenn es nach da läuft. Das heißt, es macht, glaube ich, mehr Sinn, unten was zu verändern als oben. Richtig? Richtig. Markus hat bestimmt recht. Ich habe mich verlaufen. Hier will ich hin. Ach, was für ein Gefrickel. Das wäre die Abfuck jetzt. Trap runter. Dann kann ich euch aber gleich mal den Bahnhof zeigen, der hier nicht das gemacht hat, was er sollte. Das war nämlich der hier. Die beiden, also hier die Gleisstücke, habe ich anscheinend mal irgendwann aus Versehen rausgelöscht. Und wenn ich sie wieder gesetzt habe, haben die Container nicht entladen und die Container selbst konnte ich nicht mehr löschen, weil das Spiel anscheinend versucht hat, die Gleise mit rauszulöschen. Ich muss da vielleicht mal irgendwie einen Bug-Report rausgeben, weil das ist ja schon irgendwie ein ganz schönes Problem. Beziehungsweise muss man gucken, ob ich den Fehler reproduzieren kann. Wenn das geht, wäre das ja schon mal gut. So, jetzt sind wir aber bei denen hier. So, der Mist muss eigentlich hier rauf. Die einfachere Alternative wäre, glaube ich, wenn ich den Bahnhof ändere, oder? Wenn ich also einfach versuche, den Zug nach da umzuleiten, dann müsste das hier drauf ankommen. Müsste. Hä? Müsste läuft, funktioniert ja immer super in diesem Spiel. Ja. Ist das noch nicht mal verbunden? Das ist noch nicht mal verbunden. Das ist ja fast schon optimal. Dann kann ich mir die Bandbelegung ja noch voll und ganz aussuchen. Das ist ja super. Okay. Die Kristalle sollen entsprechend ankommen. So, Bauxit außen ist gut. Ne, das soll es auch. Das heißt, die Kristalle sollen hier rauf. Die Kristalle kommen an ganz hinten. Das heißt, ganz hinten soll aufs mittlere Band. Tüdelüdelü. Habe ich das hier noch überhaupt nicht fertig gebaut? Ich bin ja... Was für ein Schluser, Hannes. Okay. Aber damit können wir arbeiten. Wir gehen erstmal hier genauso runter. Dann gehen wir hier lustig rüber. Na. Und zwar so. Einmal nach ganz hinten durch. Na, auf der richtigen Höhe bitte. So. Gehen dann nach hier. Versuchen uns hier durchzusliden, was nicht klappt. Super. Bla. Wir machen das, glaube ich, erstmal ganz rudimentär hier. Hilft ja alles nichts. So, versuchen hier irgendwie auf der Geraden zu bleiben. Sehr schön. Und knallen uns hier zwei Fusionatoren hin. Förderbandfusionator. Oh, jetzt muss ich den noch auf die richtige Höhe kriegen. Was garantiert nicht klappt. Hat es geklappt? Nee. Ein weiter rüber. Okay. Jetzt sitzt es. Ich kann auch die Leitlinien nehmen. Ich bin noch ein Idiot. So. So. Zack, zack, zack. Zack, da rollt der Zug gerade ein. Ob ich das rechtzeitig nach oben schaffe? Gucken wir mal. Dann stoppen wir den nämlich einmal. Das B- und Entladen dauert ja glücklicherweise einen kleinen Augenblick. So. Tüdelütütü. Ne, ausschalten. So. Das ist dann... Crossroads A muss dann Crossroads B sein. Ruf mal auf hier, die müssen wir jetzt mal umbenennen. Crossroads B, und zwar kommen hier an Bauxit und Kristall. So, dann haben wir aber, glaube ich, immer noch das Problem, dass der Bahnhof zum einen von der Lok belegt ist, was ganz schlecht ist. So, das haben wir erstmal gelöst.
Dann haben wir aber das Problem, dass die Schienen zwar hier hochlaufen, aber das mit der Gesamtstrecke noch gar nicht so verbunden ist, wie es irgendwann mal sein soll. Gucken wir mal. Immer dran denken, das ist erstmal noch Provisorium hier. Das soll nur erstmal laufen. So, kommt da der Anschluss hin. Ja, hier müssen wir einmal den abflachen, aber das ist kein Problem. So, das heißt, der Zug könnte erstmal fahren. Grundsätzlich. So, das heißt, du kriegst jetzt eine neue Route. Und zwar nehmen wir hier Fahrplan bearbeiten. Crossroads A nehmen wir raus. Wir machen Crossroads B rein. Änderung speichern. Und dann darfst du losjuchen, wenn du lustig bist. Okay. Ich bin gespannt, ob was ankommt. Ich habe meine Zweifel. So, und jetzt halt. Wir müssen aber das zweite Förderband hier hinten noch anschließen. Damit das überhaupt was wird. Zap, zarab. Sind wir schon mal unten. Das ist die eine Seite. Das ist die andere. Nee. Boah, jetzt bin ich verwirrt. So. Das heißt, der hier muss noch angeschlossen werden. Da kamen wir durch. Sehr schön. Wie haben wir das hier drüben gemacht? Okay, wir haben das oben bei der lang gezogen. Das ist, glaube ich, erstmal eine gute Lösung. Zack. Und sind dann erst runtergegangen, ne? Auf Höhe der Tür sind wir etwa runtergegangen. Okay. Ich finde das so aber besser tatsächlich. So, dann gehen wir hier runter. Ziehen das Ganze bis hier etwa. Gehen dann da durch. Ziehen den hier schon mal lang. Wie gesagt, auch hier gerade etwas provisorisch, weil wir die anderen Container ja irgendwie auch noch verlegen müssen. Und holen uns dann wieder Fusionatoren. Ich will nur oben weiter bauen können, ganz ehrlich. Ist das hier? Ja, scheint so. Und hier. Oder auch nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den richtigen abgerissen habe. Ha, Müller, du Experte. Der Blödmannsgehilfe ist wieder da. Und natürlich. Ey, provisorisch hin oder her, ne? Aber irgendwo ist auch mal genug. So. So, so, so. Ach, ich sehe doch auch nicht durch. Meine Güte. Ist das eng hier und dunkel. So. Ach komm, leck mich doch. Hier sind einfach zu viele Förderband-Dingsies. So. Kommt das hin? Wieder einversetzt. Ah. So. So. Sehr schön. So, haben wir das, das, das. Dann muss hier noch hin. Und da noch hin. Und dann haben wir das zumindest erstmal angeschlossen. Und dann können wir oben endlich weiterbauen. Sehr schön. Nicht, dass wir hier Wasser hätten und damit jetzt irgendwas anfangen könnten. Aber. Prinzipienfrage. So, Zug fährt. Wieder da ein. Bist du bescheuert? Warum machst du das? Du sollst zu Crossroads B, du Experte. Automatisch ausschalten, Fahrplan bearbeiten. Ich habe auf Crossroads A gedrückt. Sehr gut. So, Änderung speichern. So, jetzt fahren wir einfach mal rückwärts wieder raus. Der kam hier mal kreuzweise. Zip. Bis zur Kreuzung. So, komm, halt mal an hier. Na, scheißegal. So. Ach, jetzt, kann ich hier irgendwie überspringen? Mach das mal als nächster Halt. Ey! Ach, komm. Ja, dann ist das halt so. Bin ich wenigstens gleich draußen. Hm? So. Jetzt aber. Und dann fährt er hoffentlich richtig. Okay. So weit, so gut. Wir haben dann
hier hoffentlich. Ich hoffe, ich habe mich hier jetzt nicht vertan. Nee, da liegen Kristalle. Gut, da sollen noch Kristalle liegen. Die dann nach hier aus irgendeinem Grund weggehen. Und nach da ganz hinten müssen. Ist aber gar nicht schlimm. So. Das heißt, wir bauen da tatsächlich nochmal die hier rauf. Wo dann die Kristalle langlaufen. Und da kommt das Bauxit rein. So. Na, warte mal. Hier nehmen wir aber nicht die Wände. Hier nehmen wir erstmal die. Einfach nur, damit es halbwegs passt. Und ich hier noch rein und raus komme vernünftig. So. Wie mache ich das jetzt weiter? Eigentlich kann ich das ja relativ suche mit den Dings hier machen, ne? Mit dem Förderband liften. Dafür müssten wir mal einmal gucken. Wir brauchen hier erstmal so ein. Und wenn dann... Passt das? Das sieht gut aus. Dann gehen wir bis hier ran. Drehen uns das einmal zurecht. Kommt das hin? Nee, schade. Gehen dann hoch. 1, 2. Ist 1 zu hoch. Ah, komm schon. Nur einen hoch. Was ist denn das für eine bescheuerte Höhe? Sieht aus, als würde es nicht hinkommen. Weil ich auch dumm. Weil ich super dumm bin. Ich bin ein richtiger Idiot. Der sitzt nämlich gerade falsch. Und der sitzt ein zu flach. So. Und dann passt das, glaube ich, auch. Das sieht gut aus. So wollte ich es haben. So, dann müssen wir mit dem hier gucken. Dass wir erstmal gerade rüberkommen. Ja, natürlich. Ja, das wird, glaube ich, eng. Ja, habe ich mir gedacht. Aber wir haben jetzt den hier und können so machen. Wir können das erstmal wegnehmen. Und können das jetzt nach da ausgeben. Was immer noch ein zu nah dran ist, glaube ich. Und vor allem nicht hoch genug. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Da nochmal den hin. Dann brauchen wir noch eine Halterung, aber diesmal auf der Ecke. Und auf der Ecke auch. Ist das überhaupt die richtige Höhe? Da nicht. Die Frage ist, ob hier... Hier ist eigentlich wichtiger, ne? Weil wenn wir das eine anpassen müssen, müssen wir das andere auch anpassen. Das sieht zu hoch aus. So müsste passen. Nee, so ist immer noch ein zu hoch. Ui. Da wird es aber eng mit dem anderen Förderband. Und wir müssen hier ein weiter rüber. Das Band ist nicht gerade. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. So, das alles nochmal weg. Dann direkt auf die Kante 1. Gucken, dass wir hoch genug sind. Dann nach da gehen, dann nach da gehen. Dann ist das schon mal gerade. Das ist gerade sehr schön. Dann müsste ich mal ein bisschen was sehen. So, das dahin. Kriegen wir da jetzt eine Kurve rein? Sehr schön. So, dann kann der wieder umgelegt werden. Und umgelegt im Sinne von woanders hin, nicht erschossen. Kommt das hin? Es wirkt, als wären wir immer noch ein zu weit vorne. Scheiße.
So, jetzt aber. Eins, zwei. So. Und dann sind wir gerade. Sehr schön. Okay. Hier können wir dann auch rüber. Dass hier immer noch nichts läuft, ist befremdlich. Der Zug müsste langsam da sein wieder. So, aber wie dem auch sei. Hier geht jetzt das Bauxit ab. Und der Kram führt den Rest hier außen rüber. Da kommt auf jeden Fall schon mal ein Zug. Das ist erfreulich. Ist das... Nee, eins zu tief. Scheiße. Hier bauen wir nochmal die gleiche Halterungskonstruktion drunter. Einmal hier. Einmal hier. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Und dann haben wir das auf der Höhe dagegen. Und das Ganze machen wir in der Mitte auch nochmal. Weil wegen... Der sagt so. Okay. Ist doch ganz nett. Jetzt können wir hier auf jeden Fall erstmal super ein Tor hinbauen. Die Frage ist, will ich so ein... Ja, doch, hier ja. Hier nehme ich noch so einen Eingang rein. Denn die ganze Fabrik wird overall einfach nach vorne nachher noch ein bisschen rausgezogen, um ein bisschen Designspielereien machen zu können. Was wir jetzt erstmal noch überhaupt nicht können. Erstmal ist das nur ein ganz schön hässlicher Klotz. Ne, aber irgendwie muss das ja hier reingebracht werden. So, für das Wasser habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Ich werde mit Ventilen arbeiten. Kommt hier eins hin. Und hier eins hin, die jetzt ekelhaft versetzt sind. Das ist ja widerlich. So. Und die lassen jeweils 240 maximal durch. Oh, habe ich das Bild weggenommen? Das tut mir leid. Das wird gleich nochmal passieren. Oder ich nehme einfach andere Tasten. Das ginge auch. So, auch hier. 2, 4, 0. So. Dann kommt von hier jeweils 240. Die... Das kann ich jetzt mal weg. Die brauchen... 360. Und die hier... kotzen jeweils... 120 aus. 360 minus 120 macht 240. Sprich, die sollten sich, wenn sie alle in Produktion sind, nach und nach so hochschaukeln, dass alles auf 100% Auslastung kommt. Ne? Tatsächlich jetzt nach und nach. Im Zweifelsfall muss ich die Ventile einmal auf- und zudrehen. Und dann geht es auch. Hier kommt immer 120 dann raus. Sollte zumindest. Wenn voll ausgelastet. Hier ist erstmal ultra hässlich und muss korrigiert werden. Und dann haben wir das schon mal. Ich bin gespannt, ob das am Ende funktioniert. Es gibt ja irgendwie dieses Problem mit den Rohrleitungen, dass da nicht immer genau so viel durchgeht, wie da durchgehen soll. Aber das muss ich mir am Ende angucken. Okay. Hier habe ich jetzt das Quarzsandproblem. Die kommen auf Bedarf, also zwei davon auf 150 Quarzsand. Ich spucke mit den Experten hier aber, glaube ich, nur 100 aus. Nee, wo kommt das raus? Hier. Kommt hier Quarzsand raus? Ja. Nee, 200. Ist auch keine bessere Zahl für uns. Ne? Wir haben also 200 Bauxit... Bauxit sage ich schon. 200 Quarzsand, das wir schon drin haben von den insgesamt mehr, die wir nachher benötigen. Ich glaube, es waren 600, ne? 150, 300 und noch 4 dazu macht 600. Das heißt, 400 müssen wir zuschießen. Wir müssten aber einen separaten Kreislauf machen für den Abfall, was 200 sind. So, 2 reichen nicht, also bräuchten wir 3, die nicht auf volle Lotte rennen dann, was irgendwie auch nicht geil ist. Wie muck wie dies.
Die haben hier 360 Aluminiumschrottabfall, richtig? 360, ja. Und Wasser. Na gut, das Wasser, darum haben wir uns gekümmert. So. 360 pro Minute. Deswegen haben wir die Menge an Gießereien hier. Die fangen das nämlich alles genau ab. So, aber wie regeln wir das mit dem Quarzsand? Das wird gerade tatsächlich das größte Problem, denn wenn wir den nicht ausreichend wegkriegen, gibt es hier ein Problem. Während ich überlege, erzähle ich euch, glaube ich, nochmal fix, wie ich das mit dem Bahnsystem gelöst habe. Es gab nämlich nur eine Möglichkeit. Ich musste das ganze Ding in den Calculator reinziehen. War eh gerade autosave, deswegen passt das. Und müsste die Bahnhöfe manuell da rauslöschen. Weil ansonsten hat jedes Mal Löschen des Bahnhofs zu einem Crash geführt. Das war ganz schön Abfuck. So. Ich habe gerade festgestellt, erzählen und über was anderes nachdenken geht nicht parallel. Also bleiben wir bei der Überlegung, wie machen wir das? Wir müssen 200 Quarzsand irgendwie wegkriegen. Wenn wir das einfach nur hier zusammenführen, haben wir ein Problem. Ich könnte aber einfach weniger Quarzsand zuführen. Dann wird das wieder sauber passen, ne? Das heißt, wenn ich... Oh, jetzt muss ich wieder rechnen. Ich hasse rechnen. 37,5 ist auch eine Spitzenzahl. Ich brauche schon wieder Zettel und Stift. So, das heißt, wir haben hier Abfall 200. Wir haben hier Bedarf, war glaube ich 600, ne? Gut, dann brauchen wir nur 400 Quarzsand. Dann muss ich jetzt wieder gucken, hier. 400 durch 37,5. Durch 37,5. 10,77, also 11 im Endeffekt. Okay, das muss ich mir dann nachher zurechtrechnen. Das ist aber gar nicht das Problem. So. Wo bauen wir die hin? Ist das erstmal schon wichtig? Das ist erstmal noch gar nicht wichtig. Erstmal ist, glaube ich, wichtig, wie das hier wegkommt. Der Aluminiumschrott wäre das. Den müssten wir hier vor irgendwie aufteilen. Wir haben zwei Ausgänge, das heißt, wir können auch mit beiden hier rüber gehen. Es wäre auch schön, wenn ich hier mittig ankommen würde und das hier wegsplitten kann. Das heißt, wieder halbe Fundamente. Nee, gar nicht. Müssen wir gar nicht. Wir kommen hier sauber an. Das heißt, hier kommt aber ein Eingang hin. Zack, einmal so. Und dann haben wir hier zwei Bänder, die da lang müssen. Plus der Aluminiumschrott, der hier auch lang muss. Ne, hier kommt der Quarzsand raus. Okay, den Quarzsand würde ich entsprechend auf der Seite hier haben wollen. Was das Ganze auch noch wieder ein bisschen komplizierter macht. Aber wir können erstmal von hier den Aluschrott holen. So, das heißt, wir brauchen jeweils zwei, die wir hier verteilen. Das heißt, wir brauchen diese Tore. Zack, zack. Und zwar einmal mit Aluschrott und einmal mit, na, wie heißt's? Quarzsand. Nee, wir brauchen nur drei Tore. Kriege ich 600? Nee, 600 kriege ich ja nicht über das Band weg. Oh, ich brauche Aluminium, um Aluminium herzustellen. Fuck, ey. Ich kotze im Strahl. Na gut. Teilen wir es halt doch. Ne, teilen wir es sauber auf und dann ist gut. Ich muss ja irgendwie mit dem arbeiten, was ich hier habe. Tatsächlich kann diese ganze Produktion erst voll funktionieren, wenn ich die nächstbesseren Bänder habe. Was ich aber, wenn alles aufgeht, so wie ich das will, irgendwann richtig zurechtschaukeln sollte. So. Ich brauche hier an der Seite also 11 Konstruktoren. Ich hoffe, ich kann genug bauen.
So, wie Movie Days können wir eigentlich ab hier machen. Zack. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und hier müssten wir dann auch irgendwie fünf hinbauen. Für das andere Band, das hier nachher gleich lang laufen soll. Jetzt habe ich hier ein Fundament freigelassen. Dann machen wir das hier auch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und ein vor. Fünf. Was mit unserem Weg perfekt passt, ist natürlich super, dass wir hier weiterhin sauber reinkommen. So, und dann brauchen wir einen extra noch. Die Frage ist, wie stelle ich den hier hin? Ne, einen, der vor allem ein bisschen weniger produziert, ist ja noch viel schlimmer. Und dann auch noch durch zwei geteilt werden muss. Boah, kotzen! Okay, aber wir bauen erstmal die, die wir haben. So, hier kommt raus der Quarzsand. Das Rohr lässt sich relativ leicht verlegen. Das heißt, wir machen erstmal Splitter und Fusionatoren gleichzeitig. Hier bräuchten wir jetzt eigentlich einen intelligenten Splitter. Es wird beschissener und beschissener. Boah, was ein Abfuck. Das ist ja mega Abfuck. Wir müssten also doch ein weiter nach hier rüber. Ich glaube, ich werde die hier nochmal ein bisschen nach hinten verschieben, damit wir ein bisschen mehr Luft bekommen. Wir haben hier genug Platz. Ist von der Sache her nicht das Ding. Ob wir die Höhe weiterhin haben. Ich glaube, wir gehen direkt auf den Bahnhof. Die Mitte hier rauf. Dann haben wir hier, können wir hier auch ein bisschen breiteren Gang lassen. Das ist auch ganz cool. Und wir gehen dann bis hier nach hinten tatsächlich. Wir schaffen uns erstmal ein bisschen Platz. So, sitzt du mittig? Das sieht mittig aus. Sind wir hier auch mittig? Sind wir da genauso? Ja. Und dann haben wir den und daneben bauen wir gleich noch einen. Muss dann halt alles noch ein bisschen verrückelt werden. Ist ja nicht das Ding. Na komm her, was ist denn hier jetzt los? Ey, Kackwinkel. Perspektive. So. Dann ziehen wir das hier erstmal wieder rüber. Rödel, rödel, rödel. Mit einem gewissen Abstand. Machen wir hier sauber rauf aufs Fundament. Ja. Das waren drei aber. So. Dann von da sauber nach hier. Und von da sauber nach hier. Und dann sollte das hier passen. Was ist das denn? Warum? Ja, so will ich das aber nicht. So rum will ich das. So. Das sitzt und ist... Warum ist das nicht gerade? Warum zum Fick ist das nicht gerade? Hab ich die jetzt echt... Okay, 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 okay. Du kommst einmal weg und wanderst ein Stückchen hier rüber. Ich sag's euch, man vergisst so viel von einer Woche auf die nächste. Das ist unglaublich. So. Dann du wieder ran. Oder sind wir mit dem Rohr schief? Ne, das Rohr ist gerade. Wie eine 1. Sehr schön. So, dann gehen wir hier hin. Dann haben wir gelernt, dass wir hier nicht so vernünftig bauen können. So müssen wir, glaube ich. Gehen da ran. Das passt sauber. Und dann so. Sehr schön. Die machen wir weg, weil sie hässlich sind. Und du kommst weg, weil wir dich nicht brauchen. Da kommt der hier drunter. Zack.
So, dann haben wir erstmal ein bisschen Luft. Die baue ich mir nochmal irgendwann, wie sie mir gefallen. So. Und jetzt haben wir hier in der Mitte Aluschrott, wenn ich mich nicht irre, ne? Der wird hier links und rechts laufen. Muss nur mal eben gucken, auf welcher Höhe. Ich glaube, so passt's. Ich hoffe, so passt's. Jetzt sind wir auf. Sind wir. Natürlich, Förderband zu lang, oder? Nee. Passt, sehr schön. So. Hä? Wie kann das eine zu lang sein und das andere nicht? Das ist. Hä? Das ist das gleiche Förderband. Ist das schief geworden? Nee, ist gerade, oder? Schnur gerade. Würde ich mal behaupten. So, aber wieso gehst du jetzt nicht? Das ist ja Blödsinn. Das ist doch genauso laufen können. Läuft das richtig rum? Wir gucken mal gerade. Ja, das läuft auch richtig. Warum geht das nicht? Was ist das für ein Tinnif? Ist auch nicht irgendwie schief, oder? Sieht nicht so aus. Na gut. Diskutier nicht, Müller. Lass das Spiel machen, was will. Satisfactory ist manchmal eh, also. Manchmal wäre ich nicht schlau draus, sagen wir es mal so. So, jetzt sehe ich wenigstens, ob hier ein Knick ist. Jetzt ist hier ein Knick. Okay, okay, okay. Doch so? So, so, so. Und so. Und so. Und. Ah, guck mal. Da ist das Problem. Ist das hier doch schief? Na. Probieren wir das nochmal. Und gucken mal, ob hier noch irgendwelche. Na, ist egal. Für den ist das erstmal egal. So, du dahin. Aber das ist doch. Jetzt geht's da auseinander, oder was? Kann mir doch keiner erzählen. Der Tinnif. Bin ich gerade echt zu blöd, einen Förderband zu bauen? Ja. Dumme Frage, Markus. Natürlich bist du. So. Nach da. Nach da. Dann hör auf, mich zu nerven. Ihr beide kommt auch wieder auseinander. Eins bleibt stehen. Gut. So. Und dann haben wir. Können wir das von hier vernünftig zuführen. Das heißt, wir machen erstmal so. Muss ich das überhaupt? Ja, ich mache das. Ja, ich mache hier so eine zentrale Straße lang. Finde ich, glaube ich, gut. Warum das jetzt gelb ist, weiß auch wieder keine Sau. Aber es ist so. Ne, ich lasse das alles hier rausschicken. Ich könnte es auch hier lang laufen lassen, aber dann habe ich hier nachher ein Problem. Das ist ja auch bescheuert. So. Wie mache ich das jetzt mit euch? Ziehe ich euch um die Hälfte vor? Dass ihr quasi hier so auf der Hälfte drauf sitzt. Ich meine, wäre ja auch eine Option, ne? Quasi mittig. Na. So. Dann haben wir dahinter ein bisschen mehr Luft. 3, 4, 5. Gucken wir gleich, ob das passt. Du kommst. 1, 2, 3, 4, 5. Scheiße. Ist aber auch eine Option. Eigentlich eine ganz coole sogar. Passt das hier? Ja, hier ist Kacke, ne? Hier ist halt echt Kacke. Nee. Ich will es hier hinten haben. Bis hier. Das gefällt mir schon. So, dann sammeln wir nämlich erstmal hier. Das heißt, wir gehen hier einmal nach oben. Einmal mit den beiden.
und sagen sammeln. Dann kommt hier unten ein Splitter tatsächlich hin. So. Der von da holt. Und hier auf der Mitte sitzt. Und hier oben kommt ein Fusionator. Kommen zwei Fusionatoren sogar drauf. Förderband-Fusionator. Und der gibt aus nach da, genau. Ach, ich bin um einen versetzt. Komm schon, echt jetzt? Ja. Okay, dann nochmal. Förderband-Splitter. Einen nach da. Von da kriegt. Kommt das hin? Ja, das kommt hin. So, und dann Förderband-Fusionatoren. Nach da ausgebend. Jetzt kommt es hin. Dann geht das hier zusammen. Und hier zusammen. Oh, sogar gerade. Sehr schön. Dann wird das Ganze runtergereicht nach hier. Ja. Und dann können wir hier weiter mit den Splittern erstmal arbeiten. Na? Ja, natürlich habe ich hier keine Leitlinie. Wäre auch zu schön. Du kriegst von da und gibst nach da. Okay. So. 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 Und so. So, und dann gibt er nach hier. Nach hier. Nach hier. Nach hier. Und nach hier. Und ihr gebt das erstmal weiter. Dann haben wir hier die erste Linie erstmal dicht. So. So, die beiden liefern. Dann kommen hier nochmal jeweils ein Fusionator drauf. Sind wir hier direkt auf einer Höhe? Natürlich nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Wenn das gepasst hätte. Nee, ich will die so stehen haben eigentlich. Ich will die haben, wie sie sind. Ja, definitiv. So, jetzt müssen wir das von den beiden auch noch wieder auffangen in dem Fusionator. Der hier sitzen müsste. Was ein bisschen Abfuck ist. Und dann nach da weggibt. Beziehungsweise müssen es sogar so haben. Das heißt, hier wäre dann wieder der drauf, der es nach da gibt. Und dann nach da. Oh, das geht aber. Gar nicht so scheiße aus. Hier wird es, glaube ich, abfuck. Ja. Ätzend. Richtig ätzend. Hier ist echt cool. Das gefällt mir. Aber wie kriegen wir das hier? Moment, wir können... Ah, ja. Wir können auch einfach so machen. Zack. Dann brauchen wir den hier gar nicht. Das ist eine Option. Jetzt wird es aber mit den Rohren hier schwierig, ne? Ein Rohr cool, ein Rohr scheiße. Shit. Shit, 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 shit. Aber wir leiten das hier erstmal aus. Ne? Ein Problem nach dem anderen. Nach da weg. Zack. Von da nach da. Dann haben wir das hier erstmal raus. So, jetzt haben wir hier noch das Wasser, das weg muss. Nee, das Aluoxid. Das, was wir eigentlich haben wollen. Kommen wir hier mit einem Rohr irgendwie nach oben. Ohne hier ins Gehege zu kommen.
kommen wir sogar. Das hier der Shit. Moment. Ey. 1, 2, 3 wären das. Dann holen wir uns von da einmal das Rohr. Wieso geht das horizontal, vertikal? Warum geht das jetzt nicht? Rohr hat eine ungültige Form. Machen wir so rum. Ja, ist aber fiese. Jetzt. Wer dieser Batzen da nicht, ne? Wer dieser fucking Batzen da nicht? Wir versuchen es nochmal. Guck mal her. Mach mal ohne den Batzen. Lass das mal. Mach mal nicht, ey. Fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. Okay, probieren wir was anderes. Ne, wir können gar nichts anderes probieren. Weil hier erst das nächste Wasser, Wasser sei schon, Aluminiumoxid kommt. Da können wir auch nicht lang. Abfuck, ey. Richtig abfuck. Wie machen wir das? Erstmal kommt das wieder weg. Gut. Du bist hier definitiv viel zu sehr im Weg. Das kriegen wir so nicht hin. Fick dich doch. Fick dich, Donner. So, wir müssten, wenn, dann nach da abgeben. Dann wären wir dann hier im Weg. Rohr. Rohr nach hier, keine Option. Keine wirkliche. Dann wären wir hier. Ja, kann man so machen. Wären wir hier, dann könnte man hier so ein Kreuzstück draufsetzen. Wo ich jetzt natürlich die Leitlinie nicht sehe, weil ich zu nah dran bin. Super gut. So. So, das ist eine Option. Und das alles nur, weil es alles ist, wie es ist. Wenn ich mit einem wieder noch ein Stückchen weiter rüber gehe, kollidieren wir hier. Keine Option. Sind wir uns einig, ne? Das heißt, ich muss mir hier weiterhin was überlegen. Eine Option wäre vielleicht, so zu machen. So. So. Nee. So nicht. Ich glaube, ich gehe noch in höher. Moment. Gucken erstmal, ob wir hier lang kommen. Das ist 2. Das wäre dann hier. Das kollidiert. Okay, wir müssen hier ein höher. Machen wir nochmal 1, 2. Machen wir so. Setzen da nochmal einen drauf. Dann kannst du nach da. Ist das der richtige? Ja. Das ist der richtige. Du nach da und du nach. Ach komm, echt jetzt. Really? Komm schon. Das ist doch mega abfuck. Oh, ich sehe selber nicht mehr durch. Ich sehe nur noch Farben. Ich sehe bunt. So, hier wollten wir wieder hin. Das geht nicht. Da ist das Problem. Wie ist es, wenn wir 1, 2 machen? Und dann... Ja, natürlich. Machen wir so. Ein zu eng. Gehen wir noch ein weiter rüber. Passt es da schon? Das ist auch Krissel. Müller ist wieder runtergefallen. Ganz toll. Kann ich froh sein, dass man hier mittlerweile so ein bisschen überlappen kann, ne? Oh Gott, oh Gott.
Kriegen wir das hier noch einmal darüber? Nee, dann ist endgültig. Collision alert, oder? Nee. Geil. Okay, 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 okay. Okay. So. Müller und sein Engbauen, ne? Ist eigentlich nicht gesund. Puh. Oder wie meine Tochter sagen würde, puh, das war knapp. So, dann dahin, von da aus hierhin. Die würde ich dann wieder wegreißen, weil ich die nicht sehen will, weil die da, glaube ich, unten klippen. Na komm. Ach, leck mich doch. Sick my duck, sick my duck, sick my duck. So. Dann läuft das hier alles zusammen. Okay. So, wir haben hier noch einen dritten oben drauf. Zack. Dann gehen wir darüber. Und dann haben wir das hier alles irgendwie ohne Clipping zusammengekriegt. Auch auf einen Millimeter. Hier kann kein Mensch mehr langlaufen. Da krieg ich wieder auf den Dötz. Ich höre den Yoshi und den Kai schon meckern. Vor allem Kai höre ich meckern. Hallo Kai. Hab dich lange nicht mehr gesehen. Wir sind bald wieder bei einer Community-Folge, Leute. Ne? Wir haben bald wieder 10 Folgen voll. Und dann muss ich mir die beiden mal wieder einladen und mal gucken, wen noch so. So, aber das Thema haben wir erstmal abgehakt. Sind wir bei dem Thema, dass hier auch noch Röhren lang müssen? Nein! Nein, 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 das darf nicht sein. So, das heißt, die Rohre werden dann noch höher. Sehe ich das richtig? Ich will mal was ausprobieren. Moment mal. Du kommst mal nochmal weg. Dann kommt der mal hier einmal hin. Da einen hin. Na, kriegen wir den gebaut? Okay, wir reißen das mal alles einmal weg. Ihr müsst auch denken, der Müller baut hier alles kleinlich auf und nur um es dann wieder einzureißen. Aber nein, ich will was sehen. So, dann Fusionatoren. Läuft der richtig? Ja. So und. So und am Ende auch so. Ich muss wahrscheinlich alles nochmal anschließen, ne? Aber egal. Wie guckt denn der da raus? Kein zu extremes Clipping. Von der Sache her ganz cool. Dann hätten wir so ein Rohr da oben drauf. Auch ganz cool. Zumindest eine Sache, mit der ich arbeiten kann. Dann wären wir hier genau drüber. Eigentlich, ich glaube, das ist für mich okay. Ich würde es vielleicht mittig setzen, aber sonst ist das doch ganz nett. Und dann führen wir da oben einfach noch ein Rohr lang, die wir dann irgendwo zusammenführen. Noch schöner wäre natürlich hier drüber, ne? Nee. Wir gucken, dass wir das irgendwo da oben lang kriegen. Weg, 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 weg. Und weg, weg. Steht da noch eins? Ja, eins steht da noch. Ach komm schon, lässt mich da echt nicht ran? Dann eben nicht, Wichser. So, Fördermann-Splitter. Zack, zack, zack. Und wieder verbinden. Ärgerlich, dass es nicht klappt, aber lässt sich nie ändern. So. Dann. Ne, du, dich will ich behalten. Dann Fusionatoren. So, so und so. Und dann hier wieder ran. Zack. Zack. Und zack. Okay. Das heißt, wir machen die Fissigkeiten hier rüber. Ja. Dafür brauchen wir die. Und zwar relativ. Oh, Kackbänder, ey. Bau nicht so eng, Müller. Bau doch einfach nicht so eng.
So, das müsste die Höhe sein. Und hier käme jetzt das Rohr. Glaube ich zumindest. Ey. Ist das sauber gerade? Ja. Okay. Das ginge dann Minimum bis... Kann ich da eigentlich hinten rüberziehen, oder? Warum habe ich denn da nicht gleich so einen Halter gebaut? Na egal. Moment, den kann ich ja hier einfach so machen. Und... Nee, natürlich passt das nicht. Was ist denn das für eine seltsame Höhe hier überhaupt? Lässt sich die ändern? Nee, nicht wirklich. Die Höhe ist fix. Die ist sehr, sehr fix. Na gut, dann können wir auch gleich die Höhe nehmen für alle. Und das führen wir dann später erst zusammen. So, bis nach da. Dann haben wir das schon mal da. Und dann brauchen wir hier nochmal so ein Kreuzstück. Ich hoffe, ich erkenne diesmal eine Leitlinie. Natürlich nicht. Ja, dann können wir es auch so bauen, ne? Was denn? Irgendwann ist auch egal. So, dann gehen wir da auch sauber hoch. Okay, dann haben wir auch die beiden zusammen. Und hier hinten sieht alles erstmal ein bisschen komisch aus. Da läuft es zusammen, da läuft es zusammen. Den würde ich nochmal wegnehmen und durch so einen hier ersetzen. Dass wir nur die beiden Anschlüsse haben. Und dann können wir gleich mal gucken, wie wir das hier weiter verdeichseln. Ich würde fast sagen, hier kann man einen Gang lang bauen, oder? Ach nee, hier, ach nee. Hier ist ja die Halle erstmal zu Ende. Abgefahren. Doppelt und dreifach abgefahren, weil wir das ja hier auch noch irgendwie wegkriegen müssen. Können wir hier überhaupt eine Wand lang ziehen? Wände, Wände. Fuck. Fug, Fug, Fug. Okay. Ich will das hier ein bisschen freistehend haben. So viel steht für mich eigentlich fest. Dann hätten wir bis hier Wände. Und hier einen Durchgang. So. Dann geht es hier weiter rüber. Ne, hier machen wir dann irgendwie eine coole Überkonstruktion hin. Das könnte am Ende ganz geil aussehen. So, hier muss aber frei bleiben. Das heißt, hier kommt Minimum Tor hin. Um dann eine Wand drauf zu setzen. Wo dann die Durchlässe für die Röhre kommen. Die natürlich hier nicht mittig sitzen, richtig? Richtig. Fuck, ey. Hier ist nichts so symmetrisch, wie ich es gern hätte. Könnte ich einen rübergehen? Ich. Nee. Wir haben nicht die Luft. Doch, wir haben die Luft, um einen rüber zu gehen. Wir könnten hier tatsächlich mittig sein. Wo es Mitte vom Fundament wäre, hier. Das heißt, wir gingen dann bis da. Und so. Also ich wüsste zumindest erstmal nicht, was dagegen spricht. Wir gucken mal. Also ein bisschen Optik drin behalten wäre ganz schön. Nee, passt einwandfrei. Dann machen wir das auch. Komm. Ach komm schon, Diggi. Was ist denn dein Problem? So, und dann kommt hier auch hoch. Zack, zack, zack. Hier kommt so einer. Und dann reißen wir den Schrott hier nämlich weg. So, du auch weg. Du weg. Du weg und du weg. Dann holen wir uns ein Röhrchen. Gehen. Hier
hier ran. Löschen das da noch weg. Das auch gleich, damit wir nicht durcheinander kommen. Dann gehen wir nach da. Dann kicken wir, dass wir hier irgendwie sauber ein Kreuzstück rankriegen. Quatsch, Logistik ist das. So. Ja. Lieber schön als selten. Lieber selten als schön. Das weiß ich. Und dann hatten wir das. Das wird mit dem Kreuzstück nicht funktionieren. Aber wir probieren das mal aus. So. So. Und dann ist das hier wahrscheinlich Abfuck. Ja, das ist Mist. Das geht nicht. Okay. Jetzt ist das Kreuzstück nochmal neu. Und tatsächlich so. Na komm. Und bauen das hier auch nochmal um. Damit das irgendwie einheitlich ist. Zack. Dann haben wir die Rohren hier auf der gleichen Höhe. So. Bist du gerade? Gerade genug für meinen Geschmack. Okay. So. Ja, sehr schön. Man ist ja doch noch irgendwie geschissen gekriegt hier. Du kommst auch weg und... Ach, ihr müsst auch noch neu gebaut werden. Grrr, ja, natürlich. Und das passt dann wieder nicht. Hier haben wir dann, glaube ich, Collision. Wir probieren das. So. Und dann nach hier gehen. Nein, haben wir nicht. Supergeil. Der Shit. Weg damit. Und weg damit. Und auch weg damit. Und auch weg. Na, komm her hier. Und auch weg damit. So, dann gehen wir von da nach da. Und hier kommt noch ein Kreuzstück ran. Ach, guck mal, ich sehe zum Abwechslung mal die Leitlinie. Ist ja super. So. Und so. Und dann haben wir die hier sauber zusammen. Sau cool. Sau, sau cool. So, jetzt müssten wir einmal gucken, auf welcher Höhe wir die Rohre hier haben. Auf einer sehr seltsamen Höhe. Aber okay. Pipeline-Durchführung. Das ist so... Das letzte Drittel ist drüber, ne? Über der zweiten. So müsste es sein. Und dann haben wir die hier nämlich auch so. Ist das richtig? Das müsste richtig sein, oder? Ja, das kommt. So. Das heißt, du gehst dann hier ran. Was sogar irgendwie halbwegs gerade ist. Haben wir da was anderes? Nee. Und du läufst hier zusammen. Sieht man, wenn man reinkommt, ja mal richtig schön Kuddelmuddel aus. Und hier können wir auch keine Wand lang ziehen, um das ein bisschen zu verdecken, ne? Ich glaube, ich führe die ein weiter hinten zusammen. Damit wir es hier... Oh, das war ein zu hoch. Dann gehst du erstmal bis hier rüber. Und das wird seltsam mit dem Tor werden wahrscheinlich. Ja. Oh, jetzt ist das auch noch dunkel, ey. Ist das gerade? Ja, sehr schön. Okay, damit können wir arbeiten. Ne, dann machen wir das irgendwie verdeckt nachher. So. Das muss nach hier hinten rüber. Das kriegen wir aber hin. Aber erstmal... Ey. Ziehen wir das hier bis nach vorne. Aus welchen Gründen auch immer. Jetzt sagt die Zeit eigentlich... Oh, die Zeit sagt, wir sind am Ende angekommen. Das ist ja
Absolut abgefahren, wie die Zeit hier verflogen ist. Und wir quasi wieder nichts geschafft haben. So. Von dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Aber wir sind, was das angeht, schon mal einen ganzen Schritt weiter. Machen wir hier so. Und das wird ein separates... Machen wir ein separates Gebäude? Ich weiß es noch nicht. Ich will noch nichts versprechen. So, das kommt weg. Aber in jedem Fall haben wir jetzt hier die schon mal lang gesetzt. Wir haben hier das alles irgendwie verteilt. Ich bin ein Idiot, oder? Ich bin ein Riesenidiot. Da wird doch eigentlich... Moment, die hier machen. Aluschrott. Aluschrott. So, und die hier machen. Quarzsand. Und von hier kommt das gar nicht. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Riesenidiot. Oh, fuck, ey. Oh, Mann. Das muss völlig woanders hin. Das ist am Ende gar nicht so schlimm, weil wir jetzt hier nachher ein Förderband einfach durchsetzen. Aber diesen riesen Aufriss hätte ich gar nicht machen müssen. Weil das hier gar nicht abgeführt wird. Also das hier am Ende schon, aber... Das läuft hier dann alles zusammen. Das muss nämlich nicht hier rein. Hier kommt das nachher von hier hinten. Oder von da vorne, das weiß ich noch nicht. Ne? In die muss ja von hier das Quarzit rein. Quarzit? Heißt es Quarzit? Die blöden Kristalle, wie heißen die denn noch? Rohquarz. Das Rohquarz muss hier rein und dann... Och, Mann, ey. Oh. Ich bin ein Vollidiot. Und merke es nach einer Stunde. Oh, nee. Oh, was für ein Abfuck. Was für ein Riesenabfuck. Ich mache meinen Kaffee jetzt leer und dann ist... Ach, Kacke, ey. Also... Bis zur nächsten Folge drehe ich zumindest diese Splitter hier um, sodass wir von hier hinten Rohquarz holen können. Das wird dann von hier angeliefert. Keine Ahnung, wie ich das denn am Ende alles mache und verstricke und verbastel. Aber das wird von da nach da kommen. So, dann brauchen wir nämlich hier auch nochmal... Muss das irgendwie auch noch nach da rüber kommen und nach da hin. Problem für Zukunft, Markus. Wir machen uns aber nächstes Mal Gedanken drüber. Beziehungsweise ich mache mir bis dahin Gedanken und reiß wahrscheinlich alles nochmal ab, weil ich total angepisst bin. Aber kack egal. So, Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Auch wenn das gerade irgendwie nur halb so zielführend war, wie ich das gerne gehabt hätte. Trotzdem war es ja ganz interessant, den ganzen Kuddelmuddel hier irgendwie zusammenzubringen. Irgendwie hat es ja trotzdem Sinn gehabt und wir müssen... von der Sache her nur ein paar Förderbänder umlegen beziehungsweise anders verteilen. Ist kein Weltuntergang, läuft nachher nur ein bisschen anders als geplant. Trotz allem machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich habe jetzt erstmal die Fresse voll. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Haltet die Ohren steif, macht keinen Scheiß. Euer Ragnar Bertelsson.